Willkommen zurück zu Pac-Man World Repack. Ich habe nochmal den Schlüssel geholt, vielleicht zeige ich euch ihn jetzt. So, hier im ersten Level, ganz am Ende des Levels. Ich habe nochmal das ganze Spiel, nochmal durchgemacht. Bis zu diesem Punkt, was macht dieser Schlüssel? Ja, so kriegen wir hier einen Schlüssel. Und hier ist das nächste Level. Und hier brauchen wir unbedingt diesen Schlüssel, deshalb ist es gut, dass wir ihn gesammelt haben. Denn hier können wir was anderes sammeln. So mit dem Schlüssel. In der Episode Kanonenkatastrophe. Oh nein, was wird nur hier passieren? Keine Ahnung. Ach ja, ihr wisst ja noch, es gibt diesen Flutter Jump. Und ich habe gesehen, es gibt einen einfachen Modus, wodurch der Flutter Jump länger in der Luft anhält. Also für die, die das brauchen, die sich denken, die mögen es in der Luft rumzufliegen, für die ist das auf jeden Fall eine gute Option. Ich denke mal, ich brauche das jetzt nicht unbedingt und da bin ich leider runtergefallen. Das war jetzt nicht so gut. Naja, da ich das letzte Level nochmal neu machen musste, habe ich leider gedacht, ich muss auch nochmal alles einsammeln. Das war aber leider nicht richtig und jetzt habe ich halt so viele Leben extra und so viele Scores und Punkte und was auch immer mehr. Ist jetzt aber auch egal. Okay, aua. Ich kann ja mal versuchen, also eine Challenge, hier mal alles einzusammeln, ohne das Große zu benutzen. So. Aber es zählt tatsächlich dazu, alle hier zu fressen. Denn erst dann wird abgeschlossen markiert. Großmaul. Habe ich ein Achievement bekommen? Für das, was ich gerade gemacht habe oder für irgendwas anderes? Naja, keine Ahnung. Aber anscheinend scheinen die Collectibles einfach das Pac-Man zu sein. Also die Buchstaben Pac-Man. Dann auch noch ein Bonus Minispiel und in jedem Level ein neuer Gegenstand. Erstmal der Schlüssel und jetzt hier was anderes. Scheint so, als wären das die Collectibles. Und ich will auf jeden Fall versuchen, alle zu sammeln. Aber ich verspreche, wie gesagt, nichts. Weil ich ja nicht weiß, wie schwer es noch später werden wird. Ist ein bisschen schwierig, die Perspektive einzuschätzen. Auf dem 3DS wird das besser funktionieren. Aber naja. Ah, runter, runter, runter. Kurz runter. Gut. Also hier. Mich? Habe ich das nicht gerade dafür eingesammelt oder war das was anderes, was ich eingesammelt habe? Anscheinend war es was anderes. Ach, hierfür habe ich eingesammelt. Macht der mir vielleicht den Weg frei oder habe ich was verpasst? Ah, der macht mir den Weg frei. Ich wollte schon sagen, irgendwas stimmt hier doch nicht. Na gut. Du, 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 du. Whee! Oh, schnell, schnell. Okay. Und perfekt. Ja, komm, geh da rein. Perfekt. Das ist für ein One-Up. Ding, ding, ding. Super. So, wo geht's weiter? Ich schätze mal rechts, oder? Hier drüben? Kann ich hier drüber springen? Oh, das ist so eine Rampe. Na dann. Whee! Und noch einmal. Warte, nein, Moment, stopp. Hier kann man runter. Boah, das hätte ich jetzt verpasst. Wow! Das hätte ich jetzt wirklich verpasst. Ein Pfirsich. Und das A. Ah, ja. Ah, okay, gut, hätte ich nicht verpasst. Man hätte auch mal zurückgehen können. Na dann. Ah. Schnell, die große Pille. Alles zerbricht. Okay, Geister, kommt in meinen Mund. Und dann rüpft sich eure Augen wieder raus. So sieht's aus. Ich mag mich gerne im Kreis zu drehen. Das finde ich lustig. Dich finde ich nicht lustig. Du musst da sterben. Okay, muss ich immer genau dann springen, wenn die aufklappen und schießen. Sonst fallen wir in unser Verderben oder sowas. Ey! Also ich meine, die Coins sind mir sowieso nicht so wichtig, weil sie nicht so 100% dazugehören, sondern nur Bonus sind. Aber ich will sie trotzdem einsammeln, wenn ich schon dabei bin. Warte, muss ich überhaupt zurück? Für irgendwas? Für die Kirsche. Ah, die habe ich noch gar nicht. Die habe ich noch gar nicht. Wow, knappes Ding. Wo sind die? Da oben, oder? Lass uns raten. Ja. Na klar. Na gut, jetzt haben wir sie. Das C. Pack.
fehlt noch der Mann, der Man. Das Man-Pack steht für Man. Okay, keine Ahnung, was ich laber. Ah! Aua! Ja, das Schießen dauert mir irgendwie zu lange, muss ich zugeben. Du musst das so lange aufladen, diesen Schuss, das ist nervig. Oh Gott, hier wird aber richtig auf einen geschossen! Wow! Wir sind starke Gegner, wie es scheint. Du musst schnell heilen. Das geht ab, Freunde! Bam! Bam! Da gehen sie alle down. Und ich hole mal meinen Preis hier unten ab. Oh Gott, das ist ja ein langes Gebiet hier unten. Waka, 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 waka! Waka, waka! Waka, waka! So, schnell, 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 verpuffen langsam. Alles klar. Haben wir das so schon? Nee, das haben wir noch nicht. Ach, wahrscheinlich ist das da oben, oder? Ja! Nochmal. Ja! Ah! Squawks, lass mich in Ruhe. Können wir da rein? Nee, aber da wollen wir rein. Ah, schau mal da. Was haben wir denn da Schönes? Oh, ja, da kommen wir auch von hier hin. Ah, und jetzt kommen wir da hin. Okay, irgendwas fehlt mir aber trotzdem noch. Mir fehlt hier immer noch diese... dieser Vogel oder was das ist. Ah, kriegen wir den noch? Ich hoffe doch. Vielleicht hier oben. Komm mal ab. So ebenso. Und du gibst mir den Vogel. Wunderbar. Ah! Egal, wir haben noch den Vogel, glaube ich. Also auf zum Minigame. Das ist halt klassisch Pac-Man, ne? Und ich mag klassisch Pac-Man. Aber diesmal ist es nicht unter Wasser. Diesmal ist es normal. Und schaut. Oh, okay. Diesmal haben wir sogar ein paar Vogelgegner, die uns wegbomben wollen. Oh oh. Waka, 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 waka. Zack, zack. Okay, den können wir nicht essen. Okay, von dem sollen wir auf jeden Fall abhauen, glaube ich. Wir können aber auch nicht springen oder so. Hä, was? Was? Okay, ich habe noch ein Leben. Aber was war das denn gerade? Das hätte ich nichts gezählt. Also, das hat mich doch kaum berührt. Ich habe mich die ganze Zeit angestreift, höchstens. Also, come on. Naja. Das Spiel leider entscheidet leider. Das killt! Okay, es gibt einen Nuller ab. Es gibt einen Nuller ab. Okay, also man darf nicht da drunter stehen in genau dem Moment. Ich dachte, hier kann ich ausweichen. Ich dachte, das fällt erstmal eine Sekunde runter. Dann kann ich noch ausweichen. Okay, nicht meine beste Runde, Pac-Man. Aber das Spiel war großzügig mit den One-Ups. Deshalb habe ich es noch geschafft. Ja, allgemein bin ich eigentlich kein wirklicher Fan davon, dass es noch One-Ups gibt in, naja, heutzutage noch in neuen Spielen. Ich finde, das ist so ein ganz altes Arcade-Konzept. Das hat man ja eigentlich nur gemacht, damit man immer schön die Corners, die ganzen Taschengeld aus den Kindern wegziehen kann. Aber jetzt, wo du das Spiel gekauft hast, brauchst du das wirklich noch? Kann man sich drüber streiten. Aber in diesem Spiel ist es auf jeden Fall nicht so schlimm, muss ich zugeben. Weil man kriegt wirklich echt viele One-Ups, auf jeden Fall. Und deshalb finde ich das hier in diesem Spiel nicht so schlimm. So, euch finde ich aber schlimm, ja. Ihr habt einen coolen Hut und ich hab den nicht. Das müsst ihr alle genommen werden. Nom nom nom. Du auch. Verschwindet einfach. Keine Animation, der kommt weg. Da unten ist aber nichts, oder? Ich kann die Kamera leider nicht bewegen. Ey, was bist du denn überhaupt? Geh einfach mal weg. Hoch da. Hoch da. Cool. Checkpoint. Knapp. Das war echt knapp. Okay. Okay, man darf nicht zu früh A drücken, weil sonst macht er den Popo-Sprung. So hieß er doch, ne? Und wir wollen nicht, dass er den Popo-Sprung macht. Vor allem nicht zu früh. So. Yay! Komm da nicht dran! Doch, stuck! Ah, jetzt geht's. Wunderbar. Da können wir direkt rein. Uns das A schnappen. Ich muss euch sagen, das Level gefällt mir irgendwie mehr als das letzte.
hat so ein bisschen weniger. Oh, bisschen weniger Platforming? Oder nein, mehr Platforming, aber weniger Adventure und ein bisschen weniger umschauen. Das finde ich cool. In der Schatztruhe wartet eine Bombenpille. Schnapp dir eine Bombenpille und führe einen Po-Sprung aus, um alle Gegner in der Nähe zu erledigen. Führe einen Po-Sprung in der Nähe einer Gruppe an Gegnern aus. Das soll eine Bombenpille sein, okay. Ja! Eine große Schallwelle und alles um uns herum explodiert. Und das war anscheinend wichtig, weil die hatten alle Obst mit dabei. Na dann, das Obst da hinten möchte ich mir aber auch nicht entgehen lassen, ne? Miau. Ich sag nom, was das Zeug hält. Nom, nom, nom. Und du groß. Aufpassen, da sind überall Kanonen, die ich mag. Und da bin ich gerade dran. Oh, kann man stehen? Das ist N, also man muss hier sogar hin. Wie lange kann ich mich hier hängen lassen? Okay, ein bisschen. Auf jeden Fall lang genug. Zack, du bist weg. Da oben war aber noch was, oder? War da oben noch was? Ich würde auch tatsächlich nochmal nach oben gehen, weil ich meine, da war vielleicht noch was. Ja. Für den Fall, dass hier oben noch was war. Okay, es war nur ein Leben. Okay. Na gut. Wow, stimmt, hier war ja was. Ja. Falsches Timing. Und da es keinen Checkpoint gab, muss ich wieder bis dahin spielen. Aber das war, glaube ich, nicht weit weg. Nee, das war doch direkt hier. Ja, das war direkt hier. Brauche ich nicht schneiden. Ist doch direkt hier. Wow, das war wieder knapp. Ich möchte halt nicht warten. Ich möchte halt sofort in die Action gehen. Aua! Ich bin aber gespammt. Hilfe! Okay, wahrscheinlich muss ich jetzt hier hoch. Das war mich da oben, außer ein paar Kanonen. Vielleicht noch ein bisschen Obst. Das wäre ganz schnieke. Für den kleinen Mieke. Mal sehen, was da oben ist. Please, darf ich da hoch? Jetzt darf ich da hoch. Super. Aha. Hier ist so ein großes... Wie kommt dieses Piratenschiff hier hoch? Wie kommt dieses Piratenschiff hier hoch? Erklärt mir das mal bitte. Und hey, hier ist das Ende des Levels. Und nur mit dem Schlüssel können wir unseren Freund befreien. Familienmensch. Vielen Dank, Pac-Man. Ich stoße Topmans Block beim nächsten Mal. Ich warte draußen auf dich. Das ist Puka. Ich meine, der ist aus Dick Duck. Auch in einem Bandai Namco Spiel. Ich bin aber nicht sicher. Das kann sein, dass er aus dem Spiel ist. Genau. Das war dieses Level. Jetzt haben wir Bonus Stage. Ich glaube, Bonus Stage kommt nur, wenn man ganz viel gesammelt hat, oder? Oh, wenn es aber jedes Mal das gleiche Bonus Level ist, dann finde ich es aber extrem langweilig. Muss ich zugeben. Dann würde sich das für mich nicht lohnen. Und dann würde ich das vielleicht sogar rausschneiden, weil das so langweilig ist. Also jetzt mal ohne Witz. Schnell da oben. Ich will mal sehen, was es hier oben gab. Eine Coin, eine weitere. Ah, guck mal, das wäre sogar sehr, sehr nützlich gewesen, wenn ich das gewusst hätte, dass hier auch nochmal so eine Metal Cap ist. Das wäre sehr nützlich gewesen, wenn ich das früher gewusst hätte. Aber krieg ich den Rest noch? Nein, sieht nicht so aus. Oder? Doch! Tatsache, ich habe noch alles bekommen. Fürchterlich! Weil ich ja alles gesammelt habe. Cool. Ich glaube, beim nächsten Mal schneide ich es einfach raus. Ist ja langweilig. Ich habe ja sowieso genug One-Ups, hoffentlich. Zack, alles rein. Zack, zack, zack. Okay. Dann vielleicht zack, zack, zack. Nee, auch nicht. Schade. Okay, aber jetzt diesmal. Okay, schade. Hätte ja sein können. Uno, dos, tres. Immer noch nichts. Letzter Versuch. Ich will gewinnen. Das sind noch zwei Bananen. Schade. Zählt wohl trotzdem nicht. Wie die da so rumliegen. Das sieht so essbar aus. Ich will das essen. Was ist denn das? Sieht aus wie, weiß nicht, Käse oder wie was anderes. Wie Pizza. Gut, I don't know. Aus was besteht Pac-Man? Okay, lassen wir das Gespräch. Aber ist das schon das letzte Level dieser Welt?
Warte mal sehen. Ja doch, es gibt hier ja nur 4 Tore. Ah ne, da ist wahrscheinlich das letzte Level. Hier drin. Okay. Na dann. 1-4 Episode HMS Windbeutel. Boah, bei Windbeutel muss ich an SpongeBob dem Film denken. Okay, hier gibt es keine Collectibles. Vielleicht ist das ja doch der Boss. Oh mein Gott! Und so folgt ein großes Piratenschiff. Ah, hier muss ich schnell alles einsammeln, müsst ihr bedenken. Also das ist wirklich nicht einfach hier. Aber den Boss hat man schon im Trailer gesehen, deshalb überrascht mich das nicht. Aber trotzdem! Wer immer das steuert, hat wohl einen ziemlichen Hass auf uns. Ich gehe mal davon aus, dass es einer der Geister ist, oder? Würde, denke ich, Sinn machen! Boah, ich mach das voll gut! Finde ich. Ich sammle hier alles ein. Ah! Okay. Oh mein Gott, da ist er! Ich muss sagen, ich mag sein neues Design mehr als sein altes Design. Oh mein Gott, es hat Augen! Das ist der Windbeutel. Okay. Na dann. Wie schieße ich denn auf ihn? Ah, was muss ich denn hier machen? Ich will auf ihn schießen können. Jetzt kann ich auf ihn schießen. Ich kann nur manchmal auf ihn schießen, scheinbar. Bam, getroffen. Das erinnert mich ein bisschen an Cuphead. Im DLC gab es ja auch so einen Boss. Ich glaube, das war diese Königin oder so, wo man auch so schießen musste. Ah, nein. Braucht sich das? Ich hoffe nicht. Weil jetzt habe ich es verpasst. Aber die Kirsche ist eigentlich immer das erste Obst, das man findet. Deshalb, vielleicht brauchte ich es nicht. Vielleicht war es einfach nur so random. Ich krieg einen neuen Versuch. Okay, ich krieg einen neuen Versuch, deshalb alles gut. Okay, er hat 10 Leben, glaube ich, oder? Ich ziehe jetzt nicht nach. Aber ich vermute mal. Wir müssen ausweichen, denn wir haben nur 4. Ziemlich unfair, oder? Ja, finde ich auch. Ja, aber ich schieße irgendwie gar nichts. Ha! Und jetzt droppt da auch nichts mehr. Kein Obst, kein Nix. Wieso schieße ich denn nur manchmal? Seht ihr das? Nur manchmal habe ich was. Oh oh. Wow, was macht er jetzt? Jetzt ist er aggressiv. Wir haben die Hälfte seiner Leben weg. Jetzt ist der Kampf noch schwieriger. Ist noch aggressiver. Ach, oder fange ich vielleicht diese Kanonenkugeln auf? Das ist das, was ich mache. Fange ich die auf? Und dann schieße ich ihn zurück auf ihn. Ist es das vielleicht, was ich mache? Ja, ja, tatsächlich. Okay, jetzt habe ich es auch verstanden. Ah, zählt es noch? Ja, zählt noch. Dun, 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 dun. Krasser epischer Bosskampf hier. Den nehme ich mir mal mit. Dankeschön. Boing. 2 Leben noch. Komm, das kriegen wir hin. Wir haben uns noch kein einziges Mal treffen lassen. Tja. Da hat sich wohl das Ganze gewendet, mein Freund. Aua. Okay, ich sollte nicht zu früh feiern. Er könnte mich auf jeden Fall noch besiegen, wenn er will. Wenn ich schlecht spiele. Was brauche ich? Zack. Ja. Aua, aua, aua. 1 Leben gegen 2 Leben. Wer gewinnt? Wer gewinnt? Ich gewinne. Windbeutel-Verlierer. Yay! Ich hab nichts bekommen, aber egal! Und das war tatsächlich nur ein Bosskampf. Und kein richtiges Level. Habe ich nichts gegen. Unser erster Bosskampf. War ein ganz okayer Bosskampf. Ja, ihr wisst ja, mir sind die Slots hier egal. Ich bin kein Slot-Streamer. Ich brauch das nicht. So, machen wir weiter mit dem nächsten Level. Schalten wir jetzt eine neue Welt frei oder können wir durch das Tor in der Mitte? Hör, nichts passiert. Aber steht immer oben rechts, wir haben eine Krone bekommen für dieses Gebiet. Also sind wir doch jetzt fertig mit dem Gebiet. Achso, ist das vielleicht das letzte Level oder so? Keine Ahnung, ich komme auf jeden Fall nicht hoch. Nee, da kommen wir nicht hoch. Okay, das war auf jeden Fall das Gebiet.
Gebiet Ruinen, Gebiet Weltraum. Hä? Hey! Der kleine Puka! Danke, dass du mich gerettet hast, Pac-Man! Ich kann gar nicht glauben, dass ich eingesperrt war! Ja, das kann halt mal passieren, ne? Geschichte. Achso, ja, genau. Okay, Leute, dann würde ich sagen, machen wir die jetzt hier, oder? Machen wir die Labyrinthe, dann haben wir die Welt wirklich durch. Ich find's besser, wenn wir eine Welt komplett abschließen und nicht uns die Labyrinthe für später aufbewahren. Ich finde, das gibt ein bisschen mehr Abwechslung, wenn wir in jeder Folge so ein Labyrinth-Level machen, mindestens eins. Als wenn wir dann am Ende des Let's Plays Marathon machen mit nur solchen Leveln, weil das... Ich weiß nicht, ich finde das ja eigentlich interessanter. Mal gucken, vielleicht machen wir auch beides. Ich kenne mich mit dem Spiel nicht gut genug aus, um das jetzt entscheiden zu können. Aber ich kann auf jeden Fall sagen, dass ich mein Bestes gebe in diesen Leveln. Ich muss aber auch dazu sagen, dass ich großer Fan bin von Pac-Man Championship Editions. Oh Gott. Und das normale Pac-Man ein bisschen langweiliger finde als die Championship Edition. Also die kann ich euch wirklich nur empfehlen. Und ja, das war dieses Level hier. Nom. Oder auch nicht. Der darf leben. Das erlaube ich ihm. Ja, das sind ziemlich einfach. Alles pretty easy. Oh, jetzt ist das Ganze aber anders geformt. Unten sind jetzt auf einmal die ganzen Geister. Was willst du? Hä? Willst du immer noch nicht mehr? Ja, jetzt kommt er nicht mehr. Ja, ja. Ja, ist alles komplett anders geformt. Ein ganz anderes Level. Okay, ich mach's jetzt aber lieber so. Ich finde, so kann ich besser spielen. So kann ich alles sehen und kann da wie gesagt jeder spielen, wie er will. Aber so kann ich auf jeden Fall besser spielen. Ich würde es ein bisschen mehr reinzoomen, aber so ist mir zu weit reingezoomt. Da sehe ich ja gefühlt nur Pac-Man. Ich weiß ja gar nicht, wovon die Geister kommen. Ich muss das ja auch alles abtimen können. Wie auch immer. Ich versuche mal ab und zu mal zu wechseln mit den Sichten. Dann ist es nicht so langweilig. Yay! Aber das war jetzt irgendwie einfacher. Auch wenn das Layout irgendwie schwieriger aussah. Sah es nur so aus, als wäre schwierig. Ist natürlich popel einfach. Po einfach. So, und da oben spawnen die. Das ist wieder ein anderes Design. Obwohl, naja, ein bisschen anders. Das ist auch nicht so viel anders. Waka, 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 nom. Ich finde das immer so lustig, wie diese Blöcke sich so ein bisschen rumbewegen und ineinander reinglitschen. Das finde ich immer lustig. Ich weiß auch nicht. Es gibt so Dinge, die muss man gar nicht erklären, warum sie lustig sind. Sie sind einfach lustig. Weil sie lustig sind. Punkt. Strich. Fertig. Ist das Mondgesicht? Keine Ahnung. Muss hier weg. Ich muss hier ganz schnell weg. Okay, das war auch schon das Level. Die sind voll kurz. Also normalerweise sind die Geister aber klüger. Vielleicht liegt es daran, dass es die erste Welt ist. Das kann ja noch gut sein. Das kann gut sein. Letztes Level. Ich meine, wir haben jetzt mehrere Welten zur Auswahl. Aber ich könnte auch falsch liegen. Ich meine aber trotzdem, dass wir mehr zur Auswahl haben. Das wäre ziemlich cool, wenn ja. Ich nehme jetzt erstmal direkt hier unten die. Damit ich die später nicht machen muss. Dann nervt mich der Vogel später nicht mehr. Das ist ein großer Vorteil. So, zieh die weg. Ich weiß noch nicht, wie ich die da oben mache. Der hat mich nicht mehr getraut. Wacka, 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 wacka. Okay, okay. Noch eine Pille. Wacka, wacka. Und das war's auch schon. Das war das Piratenschiff-Abenteuer. Irrgartengebiet. Haben wir Achievement bekommen, weil wir in Piratenschiffgebiet alles geschafft haben. Okay, wir haben zwei verschiedene Welten jetzt zur Auswahl. Die Ruinen und den Weltraum? Ha. Ich würde sagen, wir machen... Ich habe mehr Bock auf die Ruinen tatsächlich. Ich mache mal die Ruinen.
Ich will die Ruinen machen. Ach, wir sind schon direkt da in den Ruinen. Okay, 1, 2, 3 Level nur. Hier ist das Ende. Okay. Ja, 1, 2, 3 Level. Okay. Na gut. Mal gucken, ob ich hier einen Cut mache und die nächste Folge hier abspielen lasse. Mal gucken, ob ich einen Cut mache oder jetzt hier die nächste Folge aufgenommen wird für dieses Level. Aber wenn das hier das Ende war, dann freut mich, dass es euch gefallen hat hier. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn wir dann die Ruinen machen. In Pac-Man World Repack.